Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Forza Horizon 3 und zwar dem Hot Wheels DLC. Und gestern kam leider keine Folge, weil ich gestern Vormittag zwei Folgen aufgenommen habe. Nur leider hat sich Shadowplay gedacht, wir nehmen einfach mal nur schwarzen Bildschirm auf und das wäre natürlich ein bisschen langweilig gewesen, wenn ich nur schwarzen Bildschirm und dazu meinen Kommentar benutzt hätte. Also, deshalb nehme ich jetzt nochmal auf, damit ich dann für morgen wenigstens eine Folge habe. Es ist schon relativ spät, ich habe eben gestreamt, aber bevor ich dann morgen früh mich wieder hinsetze, weil ich weg muss, habe ich gesagt, nehme ich jetzt nochmal schnell eine Folge auf. Ich habe die A-Klasse fertig gemacht. Das war diese Rennen hier. Ihr seht, und wir sind jetzt bei der nächsten A-Klasse, wie ich gerade sehe. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier. Dann würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir gleich mal das Rennen mit. Radsturz, Rambus. Hot Wheels Kampagne. Lamborghini. Okay, nehmen wir mal. Achso, jetzt können wir uns ein Auto aussuchen. Ja, der ist, lässt sich echt scheiße fahren, ey. Den habe ich noch nicht gefahren. Da kann ich nichts zu sagen. Wollen wir mal das Vorbestellerauto, mal den C63 mal probieren. Probieren wir mal den C63. Ah, ist runtergeladen. Forza hat wohl auch anscheinend wieder ein paar Probleme gerade. Komm, wir fahren mal mit dem BMW M5. Weißen präsentiert Radsturz Rambus. Ja, mit dem M5 bin ich gar nicht so verkehrt, wie ich sehe. Oder doch? Oh. Ich glaube, der Wagen ist zu schwer. Der Sekundenschlaf fährt auch ein M5er BMW. Vor mir. Oh, schöner Looping. Von der Toyota. Ah. Scheiße. Das war Kacke. Wenn man auf diese Beschleunigungsstreifen nicht achtet, erschrecke ich mich jedes Mal so. Komm. Ah, zu viel gebremst. Scheiße. Nein. Wieso? Oh, ist zum Kotzen. Hätte in der Luft zurücksetzen sollen. Scheiße. Ah, da habe ich keine Chance. Ja. Also, Top 3 wird noch was werden, aber nicht mehr auf erster Platz. Ja, obwohl, halbe Strecke haben wir noch, aber. Weg. Was hast du denn da? Was ist das denn für ein BMW? Ach,
80% schaffen wir nicht mehr. Müssen wir nochmal machen. Achso, wir müssen auch ein paar Trifts machen. Das sehe ich jetzt erst. So ein Scheiß. Ich kann nicht drauf geachtet. Nee, dann müssen wir das Rennen normal starten. Ja, den müssen wir mal machen. Wir müssen auch noch Trifts machen, um alle drei Medaillen zu bekommen. So, was hat denn der BMW? X6 ist das gewesen, okay. Naja, das machen wir nochmal. Das Auto ist okay. Damit kann man fahren. Ja, ist eine Medaille haben wir schon. Das hin? Ach scheiße, wir sind woanders jetzt. Ach fuck. Dann machen wir mal hier. Oh, das ist auch ewig. Bei der BMW fährt sich gut, muss ich sagen. Dafür, dass es ein Hecktriebler ist. Hätte ich nicht so kacke gebaut, aber bei dem Sprung muss ich mir merken, dass es den... Ich habe nicht gesehen, dass das ein Sprung ist, deswegen bin ich da schräg auf die... schräg auf die Rampe raufgekommen. Gut, dann machen wir das mal. So, Rundenzeit kürzer als 1,52. Schließen Sie das Rennen ab, gewinnen Sie das Rennen. Okay. Nehmen wir mal das BMW M4K Coupé. Besseres Handling, bessere Beschleunigung und bessere Bremsen. Nehmen wir mal den. Der ist auch leichter als der M5. Wobei ich vermute, das PS-Kilo-Verhältnis beim M5 ist besser. Was geht mit dir? Alter, was geht mit dem Warthog? Ja, ich habe aber das Gefühl, dass der 5er besser auf der Straße lag. War ich ein bisschen abgelenkt. Gibt es wieder zwei Möglichkeiten, die Strecke zu fahren, oder? Ja, tatsächlich. Trotz, dass der Geschwindigkeitsstreifen... Ach, natürlich geil. Wir fahren natürlich alle auf meine Seite. Blau war... Und ich vom Gas runtergegangen bin. Trotzdem bin ich in die Leitplanke gerade reingeknallt. Wäre so geil, wenn es eine Rennveranstaltung geben würde, die wirklich so aufgebaut ist.
Oh, nein, 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 nicht schon wieder! Alter! Mit Sprüngen habe ich überhaupt kein Glück. Ich kann aber auch nicht in der Luft steuern. Also es ist nicht wie bei GTA. Ich muss wirklich den Absprung gerade schaffen. Ja, so ist super. Ich bremse wie Sau, es passiert gar nichts. Ah, 2 Sekunden muss ich noch gut machen. Das sollte mir aber gelingen. Jetzt habe ich ja keine Autos mehr vor mir, jetzt kann ich mich konzentrieren. 2 Medaillen habe ich dann definitiv schon mal. Es ist so lustig, wenn ich Singleplayer, also alleine Spiele gegen Computer, verpasse ich nie eine fucking Rampe, nie eine Fahne oder so einen Punkt. Wenn ich aber, sobald ich mit anderen spiele, verpasse ich einen nach dem anderen. Na gut, hier ist es echt schwierig einen zu verpassen. Ich muss gleich aufpassen, da kommt der Sprung gleich wieder. Ah, ich bin so steil reingegangen. Warte, jetzt kommt der Sprung wieder, ja. Und gerade. Oh, nee, das war nix. Die Strecken sind schon geil aufgebaut, also wirklich. War gerade irritiert, weil auf der Mini, weil ich die anderen Autos gehört habe und auf der Minimap ich die anderen Autos gesehen habe. Okay, ich habe alle 3 Medaillen. Super, dann kann ich jetzt entspannt fahren. Ah nee, direkt einer hinter mir, ist noch einer. Wer denn hier? Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Das ist richtig assig. Von der KI. Was kommt da jetzt? Fährt er da lang? Ja, gleich vorbei. Ich muss wieder aufpassen, jetzt kommt der Sprung wieder. Und den versaue ich wieder.
mir ist was geworden. Weil das Problem ist, ich darf nach dem ersten Geschwindigkeitsboost. Alter! Darf ich nicht mehr lenken. Wenn ich danach noch lenke, hat er so viel Speed drauf. Das ist doch kacke, ey. Alter! Das ist krass, was der gerade für einen Geschwindigkeitsüberschuss hatte. Ach, ich wollte schon sagen. Also wenn in das Zurückspulen nicht wäre, ich glaube, ich wäre noch schlechter. Als ich sowieso schon bin. Noch wesentlich schlechter. Übrigens wurde heute so Crew 2 offiziell angekündigt von Ubisoft. Da freue ich mich schon irgendwie drauf. Und Levelaufstieg, jawohl. Soll noch in diesem Geschäftsjahr, also bis spätestens 31. März 2018 kommen. Ja, den Cadillac will ich nicht haben. Ah, 50.000. Na gut, nehmen wir mit. Gut, meine Lieben, wir machen aber Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir mal das hier machen. Wolkenkratzenstürmer. Wolkenkratzerstürmer. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis morgen. Ciao. Ach nee, Wolkenkratzerstürmer haben wir ja schon. Bin ich auch bescheuert. Entschuldigung. Hier unten haben wir ja schon alle. Wenden. Das ist ja doof. Nee, alles gut. Dann trotzdem. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.